Ja, wir kommen zurück nach Deutschland und schauen auf die aktuelle Corona-Entwicklung. Denn noch immer gehen die Kanzlerin und der Gesundheitsminister nicht von einer Trendwende in der Pandemie aus. Jens Spahn rechnet sogar mit einem deutlichen Anstieg der Corona-Patienten auf Intensivstationen. Bei der augenblicklichen Entwicklung der Neuinfektionen sei eine Verdoppelung bis Monatsende sogar realistisch, sagte der CDU-Politiker der FAZ. Das wären etwa 6.000 Patienten. Auch Operationen müssten dann wieder verschoben werden. Pfleger und Ärzte im Dauereinsatz. Die Lage in dieser Berliner Lungenklinik spitzt sich zu. Wir haben jetzt bereits zwei Stationen, die nahezu komplett gefüllt sind und wo wir eben kaum noch handlungsfähig sind. Bei der ersten Welle im Frühjahr war nur eine Station mit Corona-Patienten belegt. Auch deshalb hofft man hier, dass es bald eine Impfung gibt. Deutschland plant bereits spezielle Zentren. Dort sollen täglich bis zu 4.000 Menschen geimpft werden. Priorität haben zunächst Risikogruppen, Menschen mit Vorerkrankungen und Ältere, sowie zum Beispiel Ärzte und Polizisten. Ein Impfstoff könnte bereits zu Jahresende zugelassen werden, glauben Experten. Gute Nachrichten, aber keine Entwarnung, mahnt Kanzlerin Merkel. Die zweite Welle sei noch härter als die erste. Sie fällt vor allen Dingen in eine schlechtere Jahreszeit, nämlich in die Wintermonate. Das heißt, sie wird uns noch den ganzen Winter beschäftigen, auch wenn wir jetzt positive Botschaften bezüglich der Entwicklung von Impfstoffen haben. Die Corona-Schutzmaßnahmen müssten deshalb weiter gelten. Ja, damit schauen wir zu Michael Wöhnweber vor dem Kanzleramt. Guten Morgen, Michael. Also die Kanzlerin stimmt auf einen schwierigen Winter ein. Und das kann ja nur bedeuten, dass dieser Lockdown-Light Ende November noch einmal verlängert wird, oder? Naja, das ist noch nicht so wirklich richtig sicher, Carsten. Es verwundert ja nicht bei der Bundeskanzlerin, denn für sie war ja immer die bitterste Medizin auch die beste Medizin. Aber natürlich wird jetzt heftig darüber diskutiert, was kommen mag dann am 16., wenn die Ministerpräsidenten sich mit der Bundeskanzlerin wieder zusammenschalten. Eins ist klar, Lockerungen werden es auf jeden Fall wohl nicht sein. Wir haben im Moment eine Seitwärtsbewegung bei den Neuinfektionen, und so hat es der Gesundheitsminister ja formuliert. Das heißt also, dass die Dynamik des Anstiegs, sie hat sich auf jeden Fall deutlich abgeflacht. Aber das ist für sich natürlich noch keine gute Botschaft, denn die Zahlen müssen ja runtergehen. Aber das sind immer noch keine Auswirkungen des Lockdowns, diese Seitwärtsbewegungen. Denn wir wissen ja, dass erst nach ungefähr 10 bis 14 Tagen sich tatsächlich da etwas tun würde aufgrund des Lockdowns. Also kommenden Montag wird da Bilanz gezogen. Die Diskussionen sind im Gange. Ja, es wird auch darüber diskutiert in den Bundesländern zum Beispiel. Da gibt es die vereinzelten Stimmen, die sagen, Einzelhandel vielleicht weiter schließen. Ja, Kontaktbeschränkungen enger fassen. Das, denke ich mir, wird alles mit auf den Tisch kommen, dann kommenden Montag. Wie es ausgeht, unklar. Ja, die Bundesbürger werden mit Spannung auf dieses Bund-Länder-Treffen am 16. November damit schauen. Aber Michael, man muss ja auch festhalten, nach den neuesten Zahlen aus 14 Bundesländern findet ja momentan an rund 3.000 von 11.000 Schulen in Deutschland kein Regelbetrieb statt. Ja, also was wir im Moment tatsächlich feststellen, ist, dass ungefähr 5% der Schüler ja tatsächlich in Quarantäne sind. Heißt auf der anderen Seite, und das ist ja die gute Nachricht, Carsten, dass 95% der Schüler noch regulär Unterricht haben. Und das ist ja das, was man unbedingt eigentlich aufrechterhalten wollte. Nun haben wir die Diskussion, wie infektiös ist das Geschehen in den Schulen tatsächlich. Selbst der Charité-Virologe Drosten sagt ja inzwischen, dass von Schulen vielleicht doch mehr Gefährdung ausgeht bezüglich des Viruses. Also das wird man weiter beobachten müssen. Hinzu kommt ja, dass an Schulen auch die Quarantäneregeln sehr unterschiedlich sind. Wenn ein Schüler in einer Klasse positiv getestet worden ist, gibt es eine große Brandweite bis einfach weiter. Schulen in der Klasse, Klassen in Quarantäne schicken, bis hin zur ganzen Schule in Quarantäne schicken. Das versteht natürlich wahrscheinlich niemand so richtig, diese unterschiedliche Herangehensweise. Und zum Stand der Diskussion haben wir natürlich auch die Bilder und die Töne. Ein Corona-Fall setzte die Schule von Nils Selbach außer Gefecht. Der Schüler aus Wesel in Nordrhein-Westfalen hat nun 14 Tage digitalen Unterricht. Der 18-Jährige sorgt sich. Wenn dann jedes Mal mehrere Wochen Quarantäne angeordnet werden, es halt sehr schwer sein wird, diesen Unterricht überhaupt so zu gestalten, dass wir aufs Abi vorbereitet sind im Umfang, der
akzeptabel ist. So wie Selbach geht es vielen Schülern. Allein in Nordrhein-Westfalen können laut Funke Mediengruppe 552 Schulen nicht mehr vollständigen Präsenzunterricht anbieten. Deutschlandweit sollen es mehr als 3000 sein. Der Deutsche Elternrat kritisiert einen Schlingerkurs der Gesundheitsämter. Ich glaube, dass die gesamte Bildungsrepublik von betroffen, weil die Gesundheitsämter letztendlich vom Kreis oder von Stadt zu Stadt unterschiedlich agieren. Das ist das, was wir bemängeln, was auch eine große Unsicherheit bei den Lehrkräften, bei den Schulleitern, bei den Eltern und vor allen Dingen auch bei den Schülerinnen und Schülern hervorruft. Der Deutsche Lehrerverband spricht von 300.000 Schülern, die sich aktuell in Quarantäne befinden. Hinzu kommen 30.000 Lehrer. Das ist im Endeffekt eine Schließung der Schulen in der Salami-Manier, also Scheibchen für Scheibchen. Ich glaube, wir bräuchten jetzt intelligente Konzepte, eben auch beispielsweise wieder ein Umschalten in den Wechselbetrieb. Soll heißen, die Klassen halbieren, um zwischen Präsenz- und Digitalunterricht zu wechseln. Bisher werden diese Konzepte an den Schulen offenbar kaum umgesetzt. Aus den Bildungsministerien heißt es dagegen, die Zahlen seien kein Grund zur Panik und ein Wechselmodell sei ohnehin nicht umsetzbar. Mit dem Wechselmodell, das klingt immer so schön. Die Wahrheit ist, dass das natürlich nicht funktionieren kann, weil wir gar nicht genügend Lehrkräfte und nicht genügend Räume haben. Das ist nicht möglich und das wissen auch alle Verbandsvertreter und deshalb ist das schon ärgerlich. So bleibt wohl weiter nur das konsequente Lüften und Maskentragen. Nils Selbach kann sich über eine zusätzliche Maßnahme freuen. Um das Ansteckrisiko bei Familientreffen zu senken, will Nordrhein-Westfalen die Schüler 2 Tage früher in die Weihnachtsferien schicken. Ja, viele Diskussionen und viel Verspannung könnte man vielleicht dann auch so formulieren. Und ich denke mal, es dürfte sicher sein, dass hinter mir im Kanzleramt dann kommenden Montag auch über das Thema Schulen erneut diskutiert wird. Michael, danke fürs Kanzleramt.